Hallo ihr Lieben, heute ist der 25. Februar und ich dachte mir, ich starte mit einem neuen Weekly Living. Ja, es gibt Neuigkeiten. Und zwar ziehen wir um. Uhu, wir haben endlich einen Umzugstermin. Ich habe das ganze letzte Weekly Living nur von unserem Umzug geredet und habe verflucht, dass wir nicht wissen, wann wir umziehen und wie wir umziehen und was und keine Ahnung. Und ja, hab da das ganze Video eigentlich nur geflucht. Ich konnte das aber auch alles nicht wegschneiden. Also ich habe schon einiges davon weggeschnitten, aber ich ging irgendwie nicht, dass ich alles wegschneiden konnte. Und es tut mir so leid, dass ihr euch das ganze letzte Video anhören musstet. Wir ziehen noch nicht um, wir ziehen noch nicht um, wir ziehen noch nicht um. Und ja, heute kann ich sagen, wir ziehen um. Und zwar in 14 Tagen. Also heute ist ja Dienstag und wir ziehen übernächsten Samstag um. Also am 7. März ist das. Und ich bin so happy. Ich freue mich so. Und das heißt für mich jetzt weiter Kisten packen. Wie ihr seht, ich habe schon angefangen, Kisten zu packen. Hier, was wir an der Wand hatten, ist alles schon weg. Mein Bücherregal hier hinten ist leer. Die Regale hier an der Wand sind schon weg. Meine ganze Schrankwand ist schon ausgeräumt. Es hallt auch inzwischen etwas in diesem Zimmer. Ich weiß nicht, ob ihr das hört, dass es hallt. Und ja, heute ist das Büro dran. Heute will ich ein bisschen das Büro leer machen. Das ist Gott sei Dank ja nicht viel. Allerdings bleiben meine Bücherregale noch eingeräumt, denn ich brauche irgendwie noch einen Hintergrund zum Drehen. Und da jetzt hier in der Stube schon alles weg ist, kann ich hier nicht mehr drehen. Das sieht alles ein bisschen schwierig dann aus, vor allem wenn das hier halt in dem Zimmer. Und ja, deswegen werde ich dann jetzt noch ein, zwei Videos drehen, irgendwie die Tage. Ich muss mir mal überlegen, was ich drehe, dass ich euch ein bisschen was vorproduzieren kann, falls ich dann kein Internet habe. Also wir ziehen ja um. Und ich muss halt gucken, dass ich dann in der neuen Wohnung gleich auch wieder Internet bekomme. Das müssen wir heute mal noch irgendwie klären. Und ja, wir haben gestern Nachmittag die Info bekommen mit dem Umzug, dass das alles klappt. Und ja, deswegen geht das jetzt alles ein bisschen hoppla hopp. Wir müssen auch das Auto mieten für einen Umzug und ein paar Leute zusammentrommeln, die uns beim Umzug helfen. Und dann passt das alles schon, aber das wird schon. Aber ich freue mich, dass wir jetzt endlich einen Termin haben, dass wir jetzt loslegen können und dass das dann alles klappt. Und ja, jetzt heißt es für mich in den nächsten Tagen Kisten packen. Aber ich bin da ganz entspannt, weil ich habe noch 14 Tage Zeit zum Packen. Und wenn ich jeden Tag eine Kiste packe, reicht das alle Male hin. Also ich will heute ein bisschen das Büro langsam anfangen leer zu machen. Und wenn ich das fertig gemacht habe, dann höre ich heute auch auf und dann mache ich mehr auch nicht. Und morgen mache ich dann ein bisschen Küche und übermorgen ein bisschen Küche und ich bin da sehr tiefenentspannt. Also ja, ich freue mich aber. Wir kriegen am Freitag auch schon die Wohnungsschlüssel für die neue Wohnung. Das heißt, wir können jetzt die ganze nächste Woche über dann schon mal ein bisschen Kleinkram machen. Alles, was so kleiner Kram ist wie Pflanzen und unsere Stehlampe und keine Ahnung, alles, was so Kram ist, was du halt so schwer transportieren kannst, weil es halt so Fitzelkram ist, den du auch nicht in Kartons packen kannst. Das können wir alles so schon rüberbringen nächste Woche. Das ist sehr, sehr entspannt. Und dann haben wir wirklich am Umzugstag nur noch die großen Teile wie die Couch und das Bett und der Kühlschrank und die Waschmaschine. Ich sag mal, es bleibt ja auch sehr viel hier. Unsere Stubenschrankwand bleibt hier. Unsere Flurgarderobe bleibt hier. Unsere Küche bleibt hier. Ein Kleiderschrank bleibt hier. Also wir haben im Prinzip wirklich nicht so viel, was wir mitnehmen. Und wir haben ja jetzt die letzten Wochen alles nochmal aussortiert und weggeschmissen. Und ich habe auch gestern, wo ich hier den einen Stubenschrank noch leer gemacht habe, habe ich auch noch mal eine ganze Ecke an Zeug weggeschmissen. Also, ja, so viel Zeug sollte es eigentlich nicht sein und wir sollten das eigentlich recht schnell über die Bühne kriegen alles. Ja, aber ich freue mich auf jeden Fall. Wir ziehen um, Leute. Wir ziehen endlich um und Freitag kriegen wir die Schlüssel. Und ich freue mich einfach. Ich freue mich einfach so dermaßen. Ja, und es ist ja dann auch in der neuen Wohnung nicht viel, was wir erstmal machen müssen, weil wir haben ja dann nur noch Dachfenster und an Dachfenstern machst du keine Gardinen dran, das ist totaler Blödsinn. Und wir haben ja dann nur noch ein großes Stubenfenster, wo Gardine dran muss. Das ist ja relativ schnell gemacht. Dann haben wir einen Hängeschrank, der gebohrt werden muss für die neue Schrankwand. Und ich glaube, das war es auch schon mit Hängesachen zum Bohren. Alles andere sind Stehsachen und ja, das ist alles nichts weiter. Also ich gehe davon aus, dass es alles recht entspannt wird. Zu Ikea muss ich dann halt noch die Kommoden kaufen. Aber da muss ich Freitag nochmal die Höhe von den Dachschrägen messen. Ja, wir haben ja dann ein kleineres Schlafzimmer, wo unsere zwei Schränke, die wir jetzt haben, ja nicht mehr reinpassen. Und wir wollen sowieso irgendwann einen neuen Kleiderschrank kaufen.
Aber wir haben gesagt, wir nehmen uns erstmal einen von den beiden Kleiderschränken mit. Den kriegen wir rein und für die anderen Sachen holen wir zwei kleine Kommoden, wo wir noch Zeug reinpacken können und das sollte dann auch ausreichen. Ansonsten, was das Lesen betrifft, ich lese natürlich auch aktuell. Mein Plan ist es, heute noch das Buch hier zu beenden. Das ist der zweite Sammelband der Fuchsreihe von der lieben Niki. Hier ist Fuchs 10 bis 15 drin, plus die drei Sequels, Prequel ist es ja dann, es ist ja die Vorgeschichte. Fuchs Morgen, Fuchs Mittag, Fuchs Abend, die sind ja auch noch drin, die habe ich ja aber schon gelesen. Und ich habe jetzt, wie gesagt, nur noch einen Leseabschnitt, dann bin ich mit dem Büchlein hier auch durch. Das ist heute der Plan, das fertig zu bekommen. Dann lese ich heute noch 50 Seiten hier drin auf jeden Fall. Das ist ja Requiem, das ist der dritte Teil der Amor-Trilogie, da habe ich gestern mit Annika angefangen. Und ja, da lese ich heute noch weiter. Und wenn ich da noch Lust und Zeit habe, was ich nicht glaube heute, lese ich dann noch ein bisschen hier drin. Das ist The Problem with Him von Rachel Higginson. Das ist der dritte Teil der Opposite Attracted Reihe. Nachdem ich mir diesen Namen endlich gemerkt habe, muss ich ihn immer wieder sagen, damit ich ihn nicht wieder vergesse. Ja, das lese ich dann eventuell, wenn ich mit dem anderen fertig bin. Aber ich glaube, dass das heute nichts wird mehr bei mir. So viel dazu. Ansonsten gibt es jetzt erstmal von mir nichts weiter zu erzählen. Ich habe auch schon wieder lang genug erzählt, glaube ich. Das reicht für den ersten Abschnitt vom Weekly Living. So, ich mache mir jetzt noch ein paar Gedanken, was ich für euch vordrehen werde. Ich habe noch eine kleine Kooperation, wo ich noch auf das Päckchen warte, die ich für euch drehen kann. Wenn ich die habe, drehe ich dann das auch gleich ab. Das geht dann nächste Woche online. Ja, und dann muss ich mal gucken, dass ich für danach die Woche eventuell auch noch ein, zwei Videos habe. Da muss ich aber mal gucken, was ich da drehe. Vielleicht einen Tag mal wieder, den habe ich lange nicht gemacht, Tags. Und ich weiß es nicht. Wir gucken mal. Irgendwas kommt online, ich weiß nur noch nicht was. Und wenn, im Notfall werden es halt zwei Tags. Dann müsst ihr jetzt damit leben, dass mal zwei Tags online kommen. Ich sag mal, bis dann. Hallo ihr Lieben, heute ist Donnerstag, der 27. Februar und ich habe gerade gedreht. Es waren zwei der letzten Videos, die ich in dieser Wohnung hier drehe. Ich sitze ja im Moment auch immer vor meinem Bücherregal, weil unsere Wohnung schon ziemlich leer ist. Es ist bei uns gerade Chaos hier schon in der Wohnung und ja, ich habe jetzt gedacht, ich drehe noch zwei Videos vor, dass ich ein bisschen Vorlauf habe, weil ich ja auch nicht weiß, wann ich hier noch zum Drehen komme. Ich muss jetzt hier noch den Rest packen. Dann wird unsere ganze Computertechnik natürlich eingepackt und dann muss mein Mann die in der neuen Wohnung erstmal wieder aufbauen. Das heißt, ich habe dann erstmal keinen PC, ich kann da nicht schneiden und ich weiß nicht, wie es mit dem Internet funktioniert in der neuen Wohnung. Wir haben es jetzt eigentlich ab dem Umzugstag gleich umgemeldet, dass wir auch dann, wenn wir eingezogen sind, gleich wieder Internet haben. Aber naja, ihr wisst ja, wie das ist. Manchmal klappt das alles nicht so und dann hängt man mal eine Woche ohne Internet und alles da. Und damit wir hier einfach nicht so wieder in Leerlauf kommen, habe ich jetzt schon mal zwei Videos vorgedreht. Das eine war ein Tag. Der kommt dann nächste Woche Sonntag online. Das ist quasi der Sonntag, wo wir den Umzug machen. Also wir ziehen Samstag um und Sonntag ist ja dann logischerweise immer noch Chaos zu Hause und da mache ich dann den Umzug. Nächste Woche Mittwoch kommt noch ein Video online, was ich noch nicht gedreht habe, was ich heute aber auf jeden Fall auch noch drehe. Ich kann euch das ja schon verraten und zwar wurde ich von den lieben Mitarbeitern von Bücherbüchse angeschrieben und die haben mich gefragt, ob ich nicht mal so eine Buchbox von denen euch mal zeigen und vorstellen möchte und dazu mal ein Unpacking machen möchte. Und da habe ich gedacht, hey, ich hatte lange kein Unpacking auf diesem Kanal und so Buchboxen interessieren mich ja auch immer mal. Ich habe bisher nur noch keine Buchbox gefunden, die mich persönlich so 100% überzeugen konnte, dass ich sage, hey, ich gebe dafür 30, 40 Euro aus, was da so drin ist. Deswegen bin ich sehr gespannt auf die Bücherbüchse Buchbox. Ich bekomme die Valentinsbox, die müsste heute zugestellt werden. Das heißt, ich kann das Unpacking heute dann auch noch drehen. Am Sonntag dann nächste Woche kommt der Tag online und danach den Sonntag kommt ein Top 10 Video online, was ich jetzt gerade gedreht habe. Ich glaube, das wird wieder unglaublich lang. Naja, ihr kennt das ja von mir nicht anders. Und ja, in der Woche wird dann halt mal nichts kommen, weil ich jetzt gerade nicht weiß, was ich noch drehen sollte. Ich habe meine Liste an Videos, was ich alles nochmal drehen wollte, gerade durchgeguckt. Ich kann das alles nicht mehr drehen, weil meine Bücher teilweise schon eingepackt sind. Ich meine, hier die Bücher sind alle noch da. Aber ihr wisst ja, ich hatte im Wohnzimmer noch ein komplettes Regal voll stehen und noch die schwebenden Regale im Wohnzimmer. Die sind alle schon eingepackt. Mein Sub ist schon komplett eingepackt. Also es ist bis auf das Regal hier rundum wirklich schon Packe-Chaos. Und
Ja, deswegen kann ich die ganzen Videos, die ich mir jetzt aufgeschrieben hatte, die ich noch drehen wollte, kann ich jetzt nicht mehr drehen, weil mir teilweise da die Bücher schon fehlen und immer die Bücher einblenden, finde ich auch irgendwie doof. Und deswegen verschieben wir das jetzt da nach hinten, wenn ich dann umgezogen bin, und dann drehe ich halt die Videos dann für euch. Und ja, ich glaube, damit könnt ihr leben und das findet ihr jetzt nicht schlimm. Ich sage mal so, wenn dieses Video hier online geht, ist ja der Umzug schon lange vorbei. Ich werde dieses Video ja auch erst nach dem Umzug schneiden können und alles. Und ja, das ist der aktuelle Stand. Ich halte euch natürlich die nächsten Tage auf dem Laufenden. Ich wollte euch auch noch erzählen, was ich gelesen habe und was ich aktuell lese. Aber irgendwie sind meine Bücher in der Stube. Verdammt, ich mag jetzt gerade nicht aufstehen und sie holen. Deswegen erzähle ich es euch einfach so. Ich hatte ja The Problem with Him angefangen zu lesen. Da hat sich nichts mehr getan. Da bin ich immer noch an der gleichen Stelle. Am Anfang auf Seite 100, weil ich einfach nicht dazu gekommen bin, das Buch zu lesen in den letzten Tagen. Dann habe ich mit Annika ja angefangen, Requiem zu lesen, den dritten Teil der Amo-Trilogie. Da sind wir heute, wenn wir den Abschnitt gelesen haben, bei der Hälfte. Das werde ich dann jetzt gleich machen, wenn ich hier fertig bin, den Abschnitt noch lesen. Und ich muss sagen, das Buch ist bisher echt... Nee. Also ich finde es sehr, sehr langweilig, sehr, sehr langatmig. Es passiert gefühlt nichts in diesem Buch. Also es passieren schon Dinge, aber irgendwie ist dieses Buch so geschrieben, dass ich nicht sagen kann, diese Szene war ausschlaggebend für irgendwas. Diese Szene, die werde ich immer im Kopf behalten. Nee, das ist alles so ein verschwommener Matsch in der Geschichte, wo ich sage, ja, es passieren Dinge, aber ja, ob sie jetzt nicht passieren oder passieren, ist mir eigentlich egal. Also ich weiß, dass ich die Amo-Trilogie, wenn ich sie fertig gelesen habe, auf jeden Fall wieder aussortieren werde. Das ist keine Reihe, die ich nochmal lesen werde und nochmal lesen muss. Und ja, was ich sehr, sehr schade finde, aber wie gesagt, was bringt es mir denn, die Bücher zu behalten, wenn ich sie eh nicht nochmal lese? Und ja, es ist sehr, sehr schade, aber ich weiß jetzt schon, dass der dritte Teil mich auch nicht überzeugen wird von der Reihe mehr. Dann habe ich das Buch von der Niki beendet, was ich gelesen habe. Ich habe ja den zweiten Sammelband der Fuchsgeschichte gelesen. Wartet mal, den kann ich euch nochmal zeigen, der liegt hier. Hier, so. Da ist er, der Sammelband der Fuchsgeschichte. Den habe ich vorgestern beendet. Das ist ja Band 10 bis 15 der Fuchsgeschichte plus die drei Prequels, Fuchsmorgen, Fuchsmittags, Fuchsabend. Und ja, ich bin jetzt up to date, was die Fuchsreihe betrifft. Das heißt, wenn die neuen Teile dann kommen, kann ich gleich weiterlesen. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe mich durch den 15. Band ein bisschen durchboxen müssen, weil es da nicht um unsere Protagonistin Mai Kyla geht, sondern um ihre Zwillingsschwester, Sisandra. Und ich hasse Sisandra. Das ist so ein Charakter, den braucht kein Mensch. Aber sie ist halt wichtig für die Geschichte. Deswegen muss ich mich durch den 15. Band so ein bisschen da durchboxen, weil es davor nämlich um sie ging und um noch einen anderen Charakter. Ich weiß, dass dieser Band wichtig für die Geschichte ist, damit man auch weiß, was dort gerade passiert, weil das an unterschiedlichen Punkten in der Welt spielt. Aber ja, ich wollte einfach wissen, was mit Mai Kyla jetzt ist und mit Erebos und wie es da weitergeht. Und dann denkst du dir so, das jetzt lesen. Verdammt. Aber ich habe mich durchgeboxt, ich habe das Buch fertig, ich habe es beendet und ja, bin jetzt bei der Fuchsgeschichte auf jeden Fall auch wieder up to date. Ansonsten wollte ich noch kurz ein Thema ansprechen, was mich gestern sehr getroffen hat. Ja, was heißt getroffen? Also es hat mich schon in gewisser Art und Weise mitgenommen und berührt. Und zwar ist das Thema, dass ich im Moment sehr viele Kommentare bekomme, die ich nicht in Ordnung finde, so wie sie sind. Und ich habe schon in letzter Zeit immer mal wieder Kommentare einfach kommentarlos gelöscht, weil ich keine Lust mehr habe auf kluge Scheiße. Mach dies, mach das, mach jenes, mach das so, kannst du das besser machen und mach das so, das ist viel besser. Ich mache die Dinge, wie ich sie handhabe, so wie ich sie tue. Und das hat auch seinen Grund, warum ich die Dinge so tue, wie ich sie tue. Und ich habe keine Lust mehr, mich immer wieder zu rechtfertigen, warum ich Dinge mache, wie ich sie mache. Ich habe keine Lust mehr, mir von Leuten irgendwelche Dinge erzählen zu lassen. Ich hatte letztens einen Kommentar, falls du das siehst, fühle dich jetzt bitte nicht angegriffen, aber ich hatte einen Kommentar, da ging es um das Thema, dass ich auf Englisch nicht lesen kann. Der Kommentar ging irgendwie, naja, also du könntest schon auf Englisch lesen, wenn du wolltest, ne? Also die Bücher gibt es ja auf Englisch, du könntest sie also lesen. Und ich denke mir so, nee, ich kann sie nicht lesen, weil ich in Englisch einfach zu schlecht bin. Und ich habe keine Lust, mich durch ein Buch durchzukämpfen, wenn ich jedes dritte Wort nachschlagen muss, was es denn jetzt eigentlich heißt. Deswegen werde ich nie Bücher auf Englisch lesen. Ich habe es probiert, es hat nicht funktioniert, es hat mich gefrustet, es hat mich demotiviert, überhaupt zu lesen. Und deswegen mache ich das nicht mehr. Und wenn ich dann halt solche Kommentare kriege, das
frustriert mich einfach nur im Moment sehr. Ich habe euch ja im letzten Weekly Reading schon gesagt, dass ich momentan sehr leicht reizbar bin und auch sehr viel, sehr schnell negativ auffasse. Das ist auch immer noch so. Ja, ich habe gestern einen Kommentar gekriegt von einer Abonnentin, wo ich echt ein bisschen entsetzt war, dass sie das so geschrieben hat. Weil diese Abonnentin kommentiert bei mir immer und sie kommentiert viel, was mich immer sehr freut. Und es geht mir nicht an und für sich, dass sie das geschrieben hat, dass sie das negativ findet an meinem Video, sondern es geht mir um die ganze Art und Weise. Ich habe nichts gegen konstruktive Kritik einzuwenden. Wenn mir einer sagt, du Susi, was du da gesagt hast, das ist ein bisschen uncool, weil die Aussage so und so, das passt nicht, also es passt für mich nicht, weil so und so, dann kann ich damit auch was anfangen. Aber wenn mir einer einen Kommentar schreibt, boah, deine Aussagen, die du in dem Video triffst, sind scheiße und das geht gar nicht und ich fühle mich gerade richtig angepisst deswegen, was soll ich damit anfangen? A, was meinst du jetzt genau? B, was genau stört dich daran? Wenn mir die Leute nicht sagen, was sie genau stört, sondern mir einfach immer nur so dahinrotzen, und das ist leider in letzter Zeit sehr oft passiert, wenn die Leute mir einfach nur so dahinrotzen, ja, ich bin jetzt sauer wegen dem, was du gesagt hast, was soll ich damit anfangen, wenn man mir nicht sagt, was jetzt genau der Auslöser dafür ist? Ich weiß, dass es sich in diesem Kommentar auf die Aussage bezogen hat oder besser gesagt auf die Geschichte, die ich erzählt hatte, was die Buchhandlung betraf. Ich habe mich ja im letzten Weekly Living aufgeregt, dass ich meine komplette Mittagspause in der Buchhandlung verbracht habe, weil die Frau es nicht schneller hingekriegt hat, diese 3 Bücher für mich zu bestellen. Und dass mich das sehr genervt hat und dass mich das frustriert hat und dass ich das nächste Mal einfach Bücher wieder online bestelle, weil das dauert nicht eine halbe Stunde, sondern nur 30 Sekunden. Und daraufhin kam dieser Kommentar, dass sich die Abonnentin jetzt angepisst fühlt, weil meine Aussagen überhaupt nicht gehen. Sie findet das sehr, sehr angreifend und ich weiß aber nicht genau, was sie jetzt gestört hat. Und das ist so ein Punkt, wo ich im Moment echt denke, so, es frustriert mich sehr im Moment, solche Kommentare. Und die kommen in letzter Zeit öfters. Ich habe bei der Abonnentin, weil sie hat wirklich schon immer kommentiert und lange Abonnentin ist, ich habe sie gefragt, was genau sie stört. Und dann bekomme ich keine Antwort. Ich weiß, es hängt nicht immer jeder rund um die Uhr am Handy. Aber wenn ich so einen Kommentar schreibe, dann muss ich damit rechnen, dass ich eine Rückfrage kriege. Und dann nicht zu antworten, ich finde das nicht cool, weil ich bin auch ein Mensch, ich bin nicht aus Stein und mich tun Kommentare auch verletzen und mich tun Kommentare auch sehr demotivieren. Ich war gestern Abend kurzzeitig an einem Punkt, wo ich das gelesen hatte, ich war sauer, ich war enttäuscht, ich war wütend und ich habe mir einfach gedacht, so, ich gehe jetzt rüber, setze mich an den PC und lösche einfach diesen scheiß YouTube-Kanal, damit ich hier meinen Seelenfrieden habe und ich mich nicht mehr mit so einer Scheiße auseinandersetzen muss. Auf jeden Fall hat mich das Ganze gestern schon sehr frustriert und sehr mitgenommen auch, weil ich immer das Gefühl habe, dass Zuschauer das teilweise alles gar nicht nachvollziehen können. Und ich habe halt momentan auch einfach das Gefühl, ich muss so aufpassen, was ich hier sage, weil mir das sofort wieder negativ aufs Brot geschmiert wird. Das macht einfach im Moment keinen Spaß mehr. Und das demotiviert mich halt auch einfach, Videos zu drehen, wenn ich nicht mehr Dinge sagen kann, wie ich sie sagen möchte. Und ich euch nicht mehr Sachen erzählen kann, wie ich sie erzählen möchte. Ich werde mich hüten, euch jemals wieder eine Geschichte über die Buchhandlung oder über sonst was zu erzählen, was ich beim Einkaufen von Büchern erlebt habe. Das werde ich nicht mehr machen, weil ich darauf keine Lust mehr habe. Und das wird sich irgendwann durch solche Kommentare so weit reduzieren, dass ich irgendwann überhaupt keine Lust mehr habe, Videos zu drehen. Könnt ihr das verstehen? Könnt ihr das in gewisser Weise nachvollziehen? Und das frustriert einen einfach nur noch. Hätte die Abonnentin jetzt geschrieben, Mensch Susi, die Aussage so und so, die du da gesagt hast, die finde ich nicht okay, weil so und so, dann kann ich damit was anfangen, dann kann ich da auch drüber diskutieren und da kann ich das auch verargumentieren, warum ich das so empfunden habe und warum ich Dinge so gesagt habe, wie sie sind. Aber mir einfach so dahin zu rotzen, also sorry, dass ich das jetzt sage, aber mir einfach so einen Kommentar dahin zu rotzen, wartet, ich lese euch den Kommentar mal vor, dann könnt ihr das vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen. Ich bin über diesen Kommentar halt einfach echt sauer, weil ich das A von der Abonnentin nicht erwartet hätte und B, weil mir halt sowas in letzter Zeit öfters passiert ist und was mir einfach auf den Sack geht. Der Kommentar lautet, ich kann dein Video gerade nicht fertig schauen, da du mich gerade so aufregst mit deinen Aussagen über den Buchhandel. Sorry, ich mag dich und deine Videos sonst gerne, aber das geht ja mal gar nicht. Ich arbeite auch in einer Bibliothek und ich finde deine Aussagen so gut daneben. So. Und alle, die jetzt das letzte Weekly Living gesehen haben, haben diesen Abschnitt gesehen.
Könnt ihr mir sagen, was genau falsch war an dem, was ich gesagt habe? Ich habe meine Meinung und mein Empfinden, was ich aus dieser Situation rausgenommen habe, euch erzählt. Und ich habe mich einfach aufgeregt, dass ich meine komplette Mittagspause in der Buchhandlung stand. Weil ich es nicht verstehen konnte, dass diese Frau so lange gebraucht hat, um 3 Bücher für mich zu bestellen. Mir so einen Kommentar dahin zu rotzen und ich kann damit eigentlich nichts anfangen, das regt mich einfach nur noch auf. Und ich habe da auch echt keinen Spaß mehr dran. Wie gesagt, in letzter Zeit kommen solche Kommentare öfters. Und ich weiß auch langsam nicht mehr, wie ich damit umgehen soll, weswegen ich auch die letzten Kommentare, die so in diese Richtung gelaufen sind, einfach alle wieder gelöscht habe. Falls Kommentare von euch mal nicht da sind, es kann auch sein, dass die bei mir im Spam landen. Ich habe relativ viele Kommentare im Moment im Spam, was ich nicht verstehen kann. Die muss ich dann immer manuell freigeben. Das kann dann sein, dass das ein paar Tage dauert, ehe ich die sehe, weil ich das immer nur über den PC machen kann. Das sehe ich über die App nicht. Aber ja, solche sinnlos Kommentare wie, natürlich könntest du das Buch auf Englisch lesen, du musst es nur wollen. Solche Kommentare werde ich in Zukunft einfach löschen, weil ich habe mich hier schon 100-mal erklärt, warum ich nicht auf Englisch lese und ich rechtfertige mich immer wieder für die gleichen Sachen und ich habe da einfach keinen Bock mehr drauf. Und ja, falls du dieses Video jetzt siehst, diejenige, die diesen Kommentar geschrieben hat, antworte mir doch bitte einfach mal, falls du es nicht in der Zwischenzeit schon getan hast. Aber wie gesagt, ich bin auch nur ein Mensch, ich habe auch Gefühle und ich finde es halt einfach nicht schön, wenn man mir einfach Dinge so vor die Füße rotzt, ohne aussagekräftig zu sagen, was genau jetzt das Problem ist. Und dann keine Antwort zu kriegen, ist halt auch kacke. Ich meine, das ist noch keine 24 Stunden her. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass sie jetzt noch antworten wird. Aber ich finde es halt einfach nicht okay. Und ich vermisse, was das betrifft, so ein bisschen die Zeiten, so wo wir um die 300-500 Abonnenten hier waren, wo wir einen richtig schönen Austausch noch hatten, wo ihr mir auch Dinge gesagt habt, die kacke sind. Wo ihr mir auch gesagt habt, Mensch Susi, das ist jetzt so nicht richtig. Das muss eigentlich so und so. Oder ihr könnt mir auch sagen, wenn ihr was nicht in Ordnung findet, was ich sage, aber dann sagt mir doch bitte genau was. Und ich kann das auch dann nicht verstehen, dass ihr Dinge nicht okay findet, wenn ihr mir nicht sagt, was euch stört und warum euch das stört. Und ich möchte da einfach auch nochmal in dem Sinne an alle appellieren, wenn ihr kommentiert und ihr habt was Negatives, dann macht es bitte ordentlich und rotzt nicht einfach so eine Scheiße dahin, so von wegen, ihr fühlt euch gerade angepisst, ihr regt euch gerade auf, sondern sagt mir bitte auch, was euch aufregt und was euch stört. Und damit ich damit halt auch was anfangen kann. Denn, wie gesagt, wenn das jetzt so weitergeht, wie das jetzt die letzten Wochen war, wird ja einfach irgendwann nichts mehr kommen. Weil ich mir dann halt auch denke, für wen mache ich das eigentlich alles nur noch, wenn sowieso jeder sich immer nur auf den Schlips getreten fühlt. Ich weiß, dass das die wenigsten sind, aber es ist halt schon echt demotivierend. Und jeder, der schon mal YouTube gemacht hat, der wird das auch nachvollziehen können. Der weiß, wie viel Zeit das Ganze hier frisst und der weiß halt auch, wie viel Herzblut da drin steckt. Und wenn man dann halt nur so eine Rotze vor die Füße geknallt kriegt, dann ja, fühlt man sich damit schon sehr demotiviert und man fängt auch an sich zu zweifeln. Und ja, das ist der Stand der Dinge. Also mich hat das gestern sehr belastet, mich hat das gestern sehr mitgenommen. Ich wollte es euch an dieser Stelle auch nochmal sagen, denn ich bin auch ein Mensch und ich habe auch Gefühle. Und ich bin nicht aus Stein und ich kann auch nicht immer alles einfach so wegstecken. Und ja, deswegen wollte ich das an dieser Stelle einfach nochmal ansprechen. Ich weiß, ich rede ziemlich viel schon über dieses Thema, aber es ist halt so ein Thema, was mich halt auch persönlich sehr belastet. Weil ich versuche für euch immer alles schön zu machen und ich versuche für euch alles immer mit Freude zu machen, aber ich weiß halt nicht, wo ich die Freude und die Motivation noch hernehmen soll. Ich hoffe, ihr könnt das ein bisschen verstehen. Und ja, wenn ihr gerne irgendwelche Sachen kritisieren wollt, dann macht es bitte richtig. Ansonsten werde ich die Kommentare in Zukunft, ist mir egal, von wem sie sind, ansonsten werde ich die Kommentare in Zukunft einfach löschen, weil ich da keine Lust mehr drauf habe. Also wie gesagt, konstruktive Kritik, gerne schreibt rein, wenn euch was stört, schreibt rein, wenn euch was nicht passt, wenn ich was Falsches gesagt habe, wenn euch Aussagen persönlich treffen, schreibt es mir rein, aber schreibt mir bitte auch genau, was euch stört und schreibt mir, warum euch das stört. Ich kann es sonst teilweise auch nicht verstehen. Ich bin ein anderer Mensch wie ihr. Ich empfinde Dinge anders, ich sehe Dinge anders und ja, das macht sonst hier einfach auf Dauer alles keinen Spaß mehr und es wird sonst irgendwann darauf hinauslaufen, dass ich keine Videos mehr mache und ich mich hier von YouTube verabschiede. Und das will ich eigentlich nicht, weil YouTube ist seit 5 Jahren fester Bestandteil hier meines Lebens und es macht mir eigentlich Spaß und es ist mein größtes Hobby. Und ja, ansonsten kann ich euch eigentlich auch nichts weiter erzählen. Ich werde mich jetzt ransetzen, Videos schneiden, hochladen, vorproduzieren, damit ihr was online bekommt, wenn
ich umziehe, damit da nicht so ein Loch entsteht. Wie gesagt, es wird dann nächste Woche noch 2 Videos geben, danach die Woche nur ein Video. Und ja, ich denke, das ist für uns alle okay. Und was ich euch noch erzählen wollte, ich fahre nicht zur Buchmesse. Das steht jetzt fest, dass wir nicht zur Messe fahren. Zum einen wegen dem Umzug. Wir machen den eine Woche vor der Messe und wir müssen danach noch viel machen. Wir müssen hier die Wohnung noch komplett malern und abgeben und wir müssen noch die ganzen Behördengänge machen und alles ummelden. Und Freunde von uns ziehen am Buchmessewochenende um und da möchten wir natürlich auch gern helfen, was für uns der ausschlaggebende Grund ist, warum wir nicht fahren. Natürlich spielt diese Panikmache von diesem Corona-Scheiß auch gerade irgendwie mit einer Rolle. Also ich bin da auch schon ehrlich gesagt so ein bisschen ängstlich und ich versuche auch momentan echt Menschenmassen zu meiden. Ich weiß, dass das alles nicht so schlimm ist und dass das alles viel hochgekochte, also ich weiß halt, dass das alles auch viel zu hochgekocht ist im Moment, aber ja, ich bin da ein eher ängstlicher und vorsichtiger Mensch und ja, deswegen, wir fahren nicht zur Buchmesse. Wie gesagt, Corona ist da jetzt nicht der ausschlaggebende Punkt, aber es ist halt natürlich auch ein Punkt, den ich irgendwo mit einbeziehen muss. Und ja, ich möchte ja mal ehrlich zu euch sein, deswegen sage ich euch das jetzt gleich. Also ich werde nicht nach Leipzig fahren zur Messe, weil mir A, das Risiko ein bisschen zu hoch ist, mich in irgendeiner Art und Weise anzustecken mit irgendwas. Es muss jetzt nicht Corona sein, aber Grippe ist ja auch momentan noch am Start. Und ja, weil halt dieses ganze Umzugsthema immer noch ist bei uns und ja, Freunde von uns halt an dem Wochenende auch umziehen und wir da natürlich gern helfen möchten. Und ich denke, das versteht man. Und ja, nur, dass ihr die Info habt, ich fahre definitiv nicht zur Messe. Und ja, jetzt höre ich auf, euch zuzulabern. Das ist schon wieder viel zu viel und viel zu lang. So viel wollte ich gar nicht reden. Aber ich muss mir halt auch Dinge manchmal einfach von der Seele sprechen. Ich muss euch Dinge auch einfach mal erzählen. Ich habe immer gesagt, ich möchte mit euch offen und ehrlich umgehen. Ich möchte euch alles sagen, was mich stört, was mich glücklich macht, was mich belastet, wo ich Freude dran habe. Und das mache ich auch. Da halte ich mich auch weiterhin dran. Ich möchte immer ehrlich mit euch umgehen. Und deswegen musste ich jetzt auch an dieser Stelle das einfach mal sagen, was hier gerade los ist und wie ich mich fühle. Und ich denke, ihr versteht das und ja, ich sage jetzt einfach mal bis später. Hallo, ich bin hier hinten, hier, hallo, hier bin ich. Mach jetzt mir nicht ins Gesicht gehen, ich habe was an der Lippe. So, ja, hi, hallo. Ich dachte mir, ich melde mich nochmal ganz kurz hier aus dem Umzugschaos, aus der alten Wohnung. Und ja, wie es halt immer so ist, ich kriege natürlich in der Woche, wo wir umziehen, auch noch Herpes. Läuft, aber ich dachte mir jetzt scheiß drauf. Ihr habt mich ungeschminkt gesehen, ihr habt mich mit nassen Haaren gesehen, dann könnt ihr mich auch mit Herpes sehen und Creme an der Lippe. Ja, wir haben hier heute einen Special Guest, das ist die Mascha. Wer meine früheren Videos alle geguckt hat, der kennt Mascha schon von dem einen oder anderen Video. Und ja, Mascha ist der Hund von einer Freundin von mir. Und ja, ich passe jetzt auf sie auf, bis ihre Mama sie dann abholen kommt nachher. Und ja, Milo ist gerade mit meinem Mann beim Tierarzt. Ich habe mich jetzt einfach mal gepflegt und den Tierarztbesuch gedrückt, weil ich einfach gerade keinen Bock mehr hatte auf Tierarzt. Und ja, mein Mann ist jetzt zum Tierarzt, damit Milo sein... Er hat ja diese Teigdrüsenverstopfung an der Seite. Und eigentlich ist das ganz gut geheilt, aber ja, seit gestern Abend schwillt das immer mehr an. Also wir wussten gestern nicht so, ob wir uns das jetzt nur einbilden oder nicht. Und jetzt habe ich ihn aber gerade eben von Oma abgeholt gehabt und ja, jetzt ist das an der Seite extrem dick geworden und ja, jetzt ist Dominik zum Arzt, das ist nochmal aufstechen. Wir hatten nächste Woche Mittwoch sowieso einen Arzttermin, wie Mascha hier einfach im Bild sitzt. Wir hatten nächste Woche sowieso einen Arzttermin, wo wir drüber sprechen wollten, dass wir diese Teigdrüse inklusive der ganzen Haut und dem Ganzen, dass wir das entfernen lassen. Damit Milo da nicht mehr so dran rumleckt und ja, damit ihm das auch nicht mehr so krabbeln tut und juckt und sowas. Und ja, ich muss aufpassen, Mascha ist so ein Gesichtabschlecker, aber mit dem Ding hier geht das nicht. Ja, deswegen bin ich jetzt gerade mit Mascha hier alleine und mein Mann ist allein beim Tierarzt. Ich wollte jetzt Mascha auch nicht mit dahin zerren, deswegen muss der jetzt alleine gehen. Ja, viele von euch hatten mich gefragt, ob auf Instagram oder auf YouTube in diversen Kommentaren, Mascha, nicht mal, ja, ich liebe dich auch, Mausi, aber nicht mein Gesicht ablecken. Auf jeden Fall hatten mich einige von euch gefragt, ob ich nicht einen Umzugsvlog machen kann. Und ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, weil ich an meinem Umzug noch Zeit haben soll zu vloggen. Mein Pulli fällt im Übrigen hier auch auseinander. Oh, es ist heute nicht mein Tag. Auf jeden Fall, ja, dachte ich mir, ich melde mich jetzt deswegen einfach so nochmal und mache dann dieses Weekly Living hier an dieser Stelle auch
zu Ende, dann haben wir zwar nur 3 Einträge, aber da kann ich das schnell online stellen und dann seid ihr halbwegs up to date. Auf jeden Fall werde ich keinen Umzugsvlog machen, weil ich habe nicht die Nerven jetzt noch, wenn ich umziehe, nebenbei zu vloggen. Mein Mann und meine Freunde würden mich in den Arsch treten, wenn ich beim Umzug dastehe und mit der Kamera draufhalte und mache, hallo, guckt mal, huhu. Und nee, deswegen, also ich mache keinen Vlog, wenn ich umziehe. Ich gebe euch dann gerne ein Update aus der neuen Wohnung, wenn wir umgezogen sind am Sonntag oder so. Aber ich werde jetzt nicht vloggen noch während des Umzugs. Und ja, es ist ganz furchtbar hier mit der Creme an der Lippe. Aber was willst du machen? Ich habe da halt einen Herpes. Ja, es gibt ansonsten auch nichts Neues zu berichten. Unsere Wohnung hier ist quasi leer. Ich kann die euch ja gleich mal kurz zeigen. Oder wartet, ich stehe mal kurz auf und dann zeige ich euch mal kurz, wie die Wohnung gerade aussieht. Also das kommt ja auf Müll. Also nicht der Fernseher, aber unsere alte Schrankwand, die nehmen wir ja nicht mit. Die kommt weg. Die Gardinen im Hintergrund kommen weg. Dann, ach ja, ich habe ja kein Licht mehr. Wir haben ja schon die Lampen abgemacht, deswegen ist das jetzt hier alles ein bisschen schlecht mit dem Licht. Also meine Bücherregale sind leer. Hier steht jetzt noch der Schreibtisch. Hier ist alles leer. Wie ihr wisst, hier waren die Wände auch komplett vollgehangen mit allem möglichen Kram. Im Flur habe ich noch Licht. Haha, da habe ich noch so eine... Da hat mein Mann mir so eine Baulampe hingemacht. Ja, also hier im Flur habe ich jetzt noch Licht, aber wie ihr seht, hier die Bilder sind auch alle weg. Unser Spiegel, der hier hing, ist weg. Also hier ist auch alles leer. Die ganzen Cappies von meinem Mann, die hier hingen, sind leer. Und ja, im Schlafzimmer, da habe ich auch kein Licht mehr. Mein Mann hat hier komplett das ganze Licht schon geklaut. Also hier stand ja unser Kleiderschrank. Da steht jetzt gerade der Wäscheständer. Und ja, der Fernseher hier ist noch da, der kleine. Aber ansonsten waren ja hier auch noch Bücherregale. Da seht ihr noch die Abdrücke. Und hier neben dem Bett stand ja auch noch ein Bücherregal. Das ist auch alles weg. Also der einzige Raum, der halbwegs gerade noch so aussieht, wie er aussah, ist das Badezimmer. Aber auch ganz einfach, weil da ja Sachen drin sind, die wir bis zum Ende brauchen. Ach ja, und die Küche. Die Küche sieht auch noch halbwegs so aus, wie sie aussah, weil wir die ja auch nicht mitnehmen. Also die Küche bleibt hier. Also die kommt auf den Sperrmüll. Und ja, auch hier haben wir natürlich kein Licht mehr. Yay! Ja, die haben schon alle Lampen heute abgemacht und die in der neuen Wohnung wieder dran gebaut, damit wir dann am Samstag, wenn wir umziehen, in der neuen Wohnung gleich Licht haben und dann halt auch bis abends was machen können, weil es halt sonst kacke, ne? Ja, so sieht unsere Wohnung gerade aus. Es ist das reinste Chaos. Ey, es ist absolut nicht mehr schön. Die ganze Küche ist ja schon leergeräumt. Wir leben aus einer Kiste, wo 2 Teller, 2 Tassen, 2 Gläser und alles 2-mal drin ist für uns. Und das ist absolut nervig und, oh nee, also es ist echt furchtbar. Aber wir haben am Samstag, dank meinem Mann und unserem Kumpel, die haben die letzten 2 Tage hier richtig geackert. Man muss sagen, mein Männlein hatte Glück, der hatte nämlich noch frei. Und dadurch konnten die beiden hier in den letzten 2 Tagen ordentlich was schaffen. Und dadurch haben die halt schon sehr, sehr viel gemacht. Also die haben schon die Gardinen dran gemacht in der neuen Wohnung, wo ich heute festgestellt habe, dass wir mehr Gardinen kaufen müssen, weil so wie das hängt, sieht das gerade richtig kacke aus. Und ja, die haben die Gardinen schon dran gemacht, die haben die Lampen dran gemacht, die haben die neuen Möbel aufgebaut, die haben die Spiegel dran gemacht, also die Bilder hängen schon teilweise. Also die haben echt schon richtig, richtig viel geschafft. Der Schlafzimmerkleiderschrank steht schon wieder und ja, es ist Samstag, wirklich nicht mehr viel. Es müssen nur noch die ganzen elektronischen Geräte Samstag mit. Der Kühlschrank, die Waschmaschine, mein Bett, meine Couch und meine Bücherregale. Mehr muss Samstag nicht mehr gemacht werden. Also da waren die beiden wirklich richtig fleißig schon. Wie gesagt, das bleibt auch hier, weil wir einfach keine Verwendung mehr dafür haben in der neuen Wohnung. Wir haben ja einfach keinen Platz. Und ich wollte in der neuen Wohnung bei der Fensterfront, die wir haben, keine Schiebegardinen mehr haben, weil das ging mir zu sehr auf den Sack. Deswegen, ja, fliegt das alles weg. Also wir haben leider keinen Abnehmer für die Schiebegardinen gefunden. Das heißt, sie werden mit auf dem Sperrmüll landen, was mir sehr, sehr leid tut, weil die echt teuer waren. Aber was soll ich damit machen? Ich habe keinen Platz mehr, um alles aufzuheben. Und ja, wie gesagt, die Schrankwand fliegt in Müll. Die ist auch noch ganz. Die wollte auch keiner haben. Gut, die Küche, die kannst du keinem mehr anbieten. Die ist 30 Jahre alt. Die kann mal auf dem Sperrmüll. Und ja, so ist der Stand der Dinge. Aber ich weiß halt nicht, wie gesagt, am Umzugstag, ich werde keine Zeit haben, irgendwie was zu vloggen. Wir müssen Sachen aufbauen, einräumen. Ich muss putzen. Die Jungs müssen viele Dinge schleppen. Und ja, wer umgezogen ist schon mal, der weiß, was Umzug einfach heißt. Und da habe ich nicht die Zeit und die Nerven, jetzt noch zu vloggen. Ansonsten kann ich euch, was das Lesen und so betrifft, auch nicht wirklich was Neues sagen, weil ich in den letzten Tagen nicht zum Lesen gekommen bin, weil ich hier jeden Abend Kisten gepackt habe, beziehungsweise mal Computer gespielt habe, weil der wird morgen nämlich auch abgebaut, der Computer, und irgendwann nächste Woche ist wieder aufgebaut. Das heißt für mich,
Ich kann eine Woche oder so kein Computer spielen. Und meine Bücher sind jetzt auch alle so gut wie eingeräumt. Und ja, schwierig. Ich habe jetzt noch zwei Bücher hier liegen. Warte, die kennt ihr schon vom letzten Mal. Das sind immer noch die zwei gleichen. Die zwei gleichen. Und wir haben drei Burgen, die heißen die drei gleichen. Naja, auf jeden Fall, ja, wir lesen immer noch Requiem, Annika und ich. Wir haben jetzt noch zwei Leseabschnitte, das sind so ungefähr 100 Seiten. Und ich muss sagen, das ist definitiv eine Reihe, die bei mir wieder ausziehen wird. Ich finde es einfach mega langweilig. Ich fand ja den zweiten Teil schon langweilig. Ich habe ja da schon gesagt, das ist irgendwie wie so ein Übergangsteil nur. Und auch hier im dritten Teil. So, ich habe mal kurz meine Creme so ein bisschen verrieben. Ja, im dritten Teil der Amor-Trilogie passieren zwar Dinge, aber irgendwie ist das nie richtig spannend. Also von der Erzählung her und allem ist das irgendwie alles sehr, sehr langweilig und sehr, sehr ruhig. Und man hat das Gefühl, man liest, man liest, man liest und es passiert einfach nichts. Und sorry, dass ich hier durch mein Handy im Moment ein bisschen abgelenkt bin, aber ich warte gerade, dass mein Mann sich halt meldet wegen Tierarzt, was da los ist. Ja, auf jeden Fall passiert da gefühlt einfach nichts. Und das ist so langweilig und ich bin so froh, wenn wir mit diesen 100 Seiten jetzt noch fertig sind und ich damit diese Reihe beendet habe. Es ging echt gut los. Wie gesagt, der erste Teil war ja auch schon ein bisschen ruhiger und ich fand den aber trotzdem ganz cool, was die Love Story und so betraf. Das hat mir sehr gut gefallen und dann kam ja der zweite und dann kam jetzt der dritte und ich dachte mir so, was ist bitte hier passiert? Also der dritte Teil, ne? Also es gibt ja, ich spoilere euch jetzt einfach mal kurz. Wer das jetzt nicht hören will, der muss mal einfach zwei Minuten weiterspringen oder so. Ich will es kurz erklären. Es geht ja im ersten Teil darum, dass Lena Alex kennenlernt und Liebe ja in der Welt verboten ist. Weswegen Lena am Ende vom ersten Teil mit Alex zusammen durchbrennen will, dann werden sie aber erwischt und Alex wird geschnappt und Lena entkommt. So, Lena denkt aber am Ende vom ersten Teil, Alex ist tot. So, dann im zweiten Teil hat sie so ein bisschen traurig und tralala und auch, ja, ein bisschen Schwierigkeiten, über Alex Tod hinwegzukommen. Das verläuft sich dann aber relativ ganz gut dann auch, weil sie sehr viele andere Dinge im Kopf hat und überleben muss in erster Linie. Und ja, dann lernen sie im zweiten Teil Julian kennen. Und dann ist Alex dann vergessen und dann ist sie mit Julian total fall in love. Ich weiß nicht, wie viel Zeit dazwischen liegt. Ich würde bald sagen, so 3-4 Monate zwischen dem Ende vom ersten und dem Ende vom zweiten Teil. Mehr dürfte es nicht sein als 3-4-5 Monate. Also es ist nicht viel Zeit vergangen. Vielleicht sind es auch 6 Monate. Auf jeden Fall liegt da nicht viel Zeit dazwischen. Und ja, dann ist Alex vergessen und Julian ist am Start. Und ja, dann ist sie am Ende vom zweiten Teil mit Julian total fall in love. Sie ist mit ihm geflohen, weil Julian versucht wurde umzubringen. Und ja, auf jeden Fall schaffen sie es am Ende vom zweiten Teil dann in die Wildnis wieder zu flüchten. Und ja, jetzt ratet mal am Ende vom zweiten Teil, wen sie in der Wildnis dann wieder treffen. Richtig, der totgeglaubte Alex. Der konnte inzwischen aus seinem Gefängnis entkommen und der war natürlich dann not so amused, Lena mit einem anderen Typen zu sehen, wo er ja doch die ganze Zeit in der Gefangenschaft immer nur gehofft hat, dass sie überlebt hat und dass es ihr gut geht. Und ja, so haben wir dann ein Liebesdreieck bekommen und dieses Liebesdreieck, habe ich gedacht, wird im dritten Teil nochmal richtig aufgegriffen und erklärt und dann passieren da Dinge, aber es ist einfach alles nur strange, was diese ganze Beziehung zwischen Lena und Julian betrifft. Also Lena ist dann mit Julian zusammen und Alex ist natürlich richtig angepisst, aber die klären das dann halt auch nicht, sondern er macht dann stattdessen mit einer anderen rum, die da noch mit getroffen haben. Also es ist alles ein bisschen Kindergarten einfach nur. Ich meine, klar, die sind gerade 18 alle Mann, aber trotzdem ist es für mich sehr Kindergarten. Auf jeden Fall wird dieses ganze Liebesdreieck ist einfach total strange und das hat mir alles überhaupt nicht gefallen, was da passiert ist. Und jetzt bin ich an dem Punkt, wo Alex dann einfach abgehauen ist. Er ist einfach gegangen, ohne irgendwem was zu sagen. Er hat sich einfach verpisst, nachdem er sich mit Julian gekloppt hat. Und ja, es ist einfach irgendwie alles total strange und das gefällt mir alles nicht. Und auch dieses ganze Drum und Dran in der Geschichte, das gefällt mir nicht mehr. Aber Annika und ich, wir haben uns jetzt gesagt, wir ziehen jetzt diese Reihe durch. Wir hatten dann noch 200 Seiten, wo wir eigentlich beide keinen Bock mehr hatten auf die ganze Kacke. Wir haben gesagt, komm, wir haben jetzt die Reihe gelesen, wir ziehen jetzt diese 200 Seiten auch noch durch. Dann können wir wenigstens sagen, wir haben diese Reihe beendet. Aber es ist nichts, was ich euch empfehlen würde. Auf jeden Fall, mir gefällt es überhaupt nicht. Für mich ist viel zu langweilig, viel zu ruhig und es ist nichts passiert. Und ja, so viel zu Amor-Trilogie. Ansonsten lese ich gerade noch The Problem with Him. Da bin ich nicht wirklich weitergekommen. Ich bin auf Seite 153. Da habe ich gestern das erste Mal nach, ich weiß nicht, 10 Tagen oder so weitergelesen. Also ich, wie gesagt, bin im Moment zu nichts gekommen, außer zum Packen. Aber jeder, der umzieht, weiß ja, wie das ist.
Ja, The Problem with Film hat mir gestern die 50 Seiten auch wieder sehr, sehr gut gefallen. Ich mag die Geschichte bisher sehr und ich kann noch nicht so viel dazu sagen. Wie gesagt, ich bin auf Seite 150. Aber bis jetzt mag ich die Geschichte. Es geht ja hier um Köche und um Restaurants und um dieses ganze Leben so in der Küche und natürlich um die Liebe. Und ja, es gefällt mir einfach sehr, sehr gut. Ja, ansonsten gibt es jetzt, wie gesagt, nicht viel zu erzählen. Ich werde jetzt mal mit meinem Mann schnell telefonieren und gucken, ob ich noch zum Tierarzt runterfahre oder ob der sagt, nee, ich soll zu Hause bleiben. Ja, ansonsten werde ich jetzt warten, dass meine Freundin kommt und Mascha abgeholt wird. Ne, Bubi, wir warten jetzt auf die Mama. Gumoji, wir warten auf die Mama. Und ja, dann warte ich, dass meine Freundin kommt und dann ist hier Zapfenstreich. Aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was ich euch beim Umzug jetzt filmen soll. Ich habe nicht die Nerven dazu, deswegen wird es keinen Umzugsvlog geben. Ich zeige euch dann die Wohnung hinterher, wenn sie fertig ist irgendwie. Und ja, dann kriegt ihr sowas wie eine kleine Roomtour oder eine Wohnungstour. Und dann machen wir das lieber so, anstatt ich Stress habe und ihr habt dann ja auch nichts davon, wenn der Vlog einfach stressig ist. Und jetzt höre ich auf, ich habe gerade eh keinen Kopf. Ich gucke mal, vielleicht kriege ich das heute noch geschnitten, dann kann ich das hier die nächsten Tage noch online stellen. Und dann ist das Thema auch durch. Achso, heute ist ja der 3.3. und heute haben sie ja bekannt gegeben, dass die Buchmesse ausfällt. Ich hatte ja im letzten Abschnitt schon gesagt, dass wir eh nicht zur Buchmesse fahren werden, weil ja Freunde von uns umziehen und wir da helfen wollten und ja mit unserer Wohnung auch noch zu tun haben. Und ja, mein Mann so ein bisschen auch Angst vor Corona hat und deswegen wären wir ja sowieso nicht gefahren. Ich finde es vernünftig, dass sie die Messe abgesagt haben. Ich weiß, man soll nicht so viel Hysterie machen, man soll nicht so viel Panikmache verbreiten. Aber was so Großveranstaltungen betrifft, bin ich doch froh, dass sie die Messe abgesagt haben, weil ja, dadurch verbreitet sich so eine Scheiße halt einfach mal mega schnell. Und ich weiß, dass Corona im Endeffekt nicht schlimmer ist wie eine normale Grippe. Es sind ja auch im Endeffekt die gleichen Viren, es ist der gleiche Virenstamm, aber trotzdem sollte man ja einfach ein bisschen vorsichtiger sein. Und ja, deswegen, ich finde es vernünftig, auch wenn es für alle anderen richtig drumherum Kacke ist. Das wissen wir alle, aber mein Gott, es ist halt so. Es gibt nächstes Jahr auch wieder eine Messe in Leipzig und dann sind wir auch alle wieder dabei. So, und jetzt höre ich auf und gehe mal gucken, was mein Mann und mein Hund macht. Bis dann.